herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Überlebenskunst zusammen mit dem Onkel Horst. Hallo. Da er lebt. Ja, es ist noch Nacht. Wir leben schon länger jetzt. Eigentlich die zweite Folge, weil wir uns umgebracht haben, aber ja. Also Seil ist sehr knapp alles. Also ich weiß es nicht. Das ist alles. Herstellen. Dann können wir wieder einen Teil bauen. Dann müssen wir was ins Holz, ins Feuer packen. Ja, das mache ich schon. Okay. Das kann man sich da ja schon. Ach nee. So, machen wir hier. Ich würde sagen, wir machen oben fürs Licht das. Und danach kommt schon das Dach drauf. Ach nee, nee, nee. Eine Glastür gibt's. Okay. Glasfenster, okay. 6. Okay, Glasfenster sage ich okay, aber was willst du mit einer Glastür? Ne? Ja, deswegen. Da fühlt sich ja für die Dildtiere wie ein Lebensmittel im Discounter in der Gefriertruhe da. Ja, der Vorteil am Dach ist, da brauchen wir kein Seil für. Ein Dachelement. Das heißt, ich kann schon mal das erste Dachelement machen und mich unterstellen. Ja, ich weiß, ich friere. Bist du? Ich bastel dir jetzt auch ein paar Bretter. Guck mal, wir haben ein Dach. Ich glaube, das geht nicht. Wenn ich hier rausgehe, dann baut er nicht weiter. Wer baut nicht? Ja, super. Ja, ist zumindest schon mal. Er macht's. Eine vernünftige Höhe, weißt du. Dann kann man notfalls eine Zwischenebene einsetzen oder auch nicht, aber man fühlt sich nicht so eingeengt. Richtig. Was natürlich dann teurer ist, aber es nützt nichts. Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit jetzt. Dach hier drüber. Und hier regnet schon mal nicht. Seil haben wir hier noch drin. Und eben machen wir ein Fenster im Moment. Wetter. Also Nägel und Seile finde ich schon übertrieben für eine Wand. Noch keine schöne Sammelmesse machen, weil es pisst wie aus einem. Und es wird langsam wieder Zeit für Gemüse und Eiweiß. Denk mal was, aber. Aber da ist auch nichts drin, ne? Ja, ich gucke gerade, aber selbst wenn, brauchen wir das fürs Fischöl. Ja, drin. Aber ich gucke jetzt auch gerade nach unserer Kleintierfalle. Ja, guck mal, ob da was drin ist. Da wäre es ganz gut, wenn. Nö. Leider nein. Okay. Aber es wird jetzt hell schon mal so. Hier 9 Bretter in die Kiste. Ja. Oh ja, genau. Ich könnte eigentlich mal die Wasserflasche nochmal aufnehmen und auch rein. Fenster hin.
Ernsthaft? Wir haben 0 Grad. 9 Grad habe ich hier schon nicht jetzt. Okay, ich bin im Haus. So, aber zumindest eine Baumlarve. Ja, ich muss ja irgendwie. Da muss ich jetzt erstmal durch. Ja, ich weiß, ich friere. Glaswand rund. Vielleicht machen wir wieder hin. Was brauchen wir dafür? Und nicht Stahl und Kleber und. Nee. Schön bauen, das wird später. Und wahrscheinlich teuer genug. Ja. Ja, wir müssen los. Es nützt nichts. Wer bist du? Machen. Das ist genau Holz holen. So. Und das Problem ist, man sieht den Baum ja nicht an, ob der leer ist oder nicht. Das ist halt. Ja. Wenn er gefällt ist und liegt, dann weiß man, der ist kein Baum mehr. So, hier kommt noch eine Larve rein. Ja, keine Ahnung, ich. Kommt aber auch kein Fisch. Vielleicht funktioniert das ja auch nicht. Doch, da war schon Fisch drin. Echt? Ich habe ja einmal Fisch schon gemacht. Okay. Das jetzt mit Glasfenster oder ohne Fenster? Ohne Fenster. Das Glasfenster muss man separat bauen und einsetzen. Sein, wenn du runter scrollst, dann. Okay. Ja, ist nützlich. Ich gehe mal ein bisschen jagen. Das, wir brauchen Fleisch und so. Ich habe Zwiebeln gefunden. Ja, kannst du ja essen. Ansonsten kannst du die auch bei Kleintierfalle reinpacken, wenn du sie nicht essen willst. Ach, das sind nur Zwiebelsamen, da kriegst du nicht mehr was zu essen. Stand aber Zwiebeln, das ist ja frech. Oh, Pflanzenfasern. Was braucht man mehr? Jetzt läuft in die gleiche Richtung, dann gehe ich andersrum. Ja, entschuldige bitte, ich dachte, der Wolf ist noch hier, dass wir den vielleicht erlegen können. Wenn da einer ist, sag Bescheid. Ich hoffe, dass wir hier was kriegen. Aber es hat schon mal aufgehört. Das ist schon mal leiser. Das ist schon mal nice auf den Ohren. Ja, Seile wären nice. Ja, in Kisten oder in Form von Pflanzenfasern. Aber also das ist alles. Bis jetzt habe ich 2 Pflanzenfasern gefunden. Das ist schon mal ein Seil. Ja, mittlerweile schon einiges hier freigeschaltet, ne? Ach, ich sehe dich sogar auf der Karte. Nice. Weiß ja auch keine Tiere mehr, die sich alle verstecken. Wie kann ich denn die Karte bewegen? Ich glaube mit der Maus, oder? Ja, mit der rechten Maus. Ja, ich sehe dich da hinten im Dunkeln. Unerforschten Gebiet. Also da warst du noch nie, okay. Oh shit. Ob es hier noch Algen gibt zum Essen? Ich muss gerade feststellen, hier läuft meine Aufnahme nicht. Okay, das ist schlecht. Die ist abgebrochen, ja gut, ist halt so. Dann Festplatte voll, oder?
Was? Festplatte voll, oder? Nee, eigentlich nicht. Er hat es wahrscheinlich nicht angenommen. Oder hat einfach abgebrochen. Dann starte einfach. Wir haben gerade mal 10 Minuten, dann hast du halt eine 20-Minuten-Folge. Kannst du nochmal begrüßen. Hallo. Ja, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, bei Onkel Horst und bei Überlebenskampf pur. Das Spieler ist Substinenz und die Folge wird etwas kürzer, weil irgendwie ist die Aufnahme gestartet und gleich wieder abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt. Also gebt euch diesmal mit 20 Minuten zufrieden. Vielleicht werden sogar 21. Ja, oder es werden 21. Genau. Ach ja, weil hier geht die Zeit leider schnell rum, aber man hat nichts geschafft. Wobei wir im Großen und Ganzen, wenn man jetzt guckt, was wir schon geschafft haben, bin ich stolz auf uns. Aber letztendlich ist es ja noch kein wirkliches Haus und wir sind in der Folge 70 gefühlt. Ja, und wie ihr seht, bin ich auch schon fast wieder am Verhungern. Ach ja. Ja, wir laufen und es ist eigentlich ein Walking-Simulator, weil man muss hier viel laufen, gerade am Anfang. Das Ziel ist wirklich immer noch so bei Folge 100, 120 vielleicht, dass wir komplett alles aus dem Haus machen können. Mal gucken. Also bevor ich jetzt hier komplett nachher, ja genau, verrecke, gehe ich lieber erstmal zurück und lade ab, was ich gefunden habe. Ich habe mal wieder einen Huhn gefunden. Ich habe mal wieder ein Level 1B Wolf gefunden, den ich alleine leider nicht legen kann. Ja, wenn man schnell ist schon, aber die Gefahr ist, wenn er beim dritten dann halt, also man muss dann zwei Schüsse dann wegrennen, aber wie gesagt, wenn er einen schnappt, dann ist man wieder Biotestert. Noch ist es nicht ganz so schlimm, weil wir es eh schon sind. Ich hab ihn erwischt. Aber ich würde sagen, ich blute wie ein Schwein. Hast du einen Verband? Ja. Ja, wir müssen jetzt uns auch zumindest an die Wölfe wagen, Level 1. Also sonst jetzt kommen wir zu nichts, weil dann bist du ja nur noch am Wegrennen und am. Ich aber schlachte dich jetzt, du Miststück. Das hat er sich verdient. Sowohl der Onkel Horst als auch der Wolf. So, und ich muss es wahrscheinlich genauso probieren jetzt mal. Ja, das Problem ist nur, dass ich jetzt so gut wie eigentlich gar keine Pfeile mehr habe. Oh, ich habe einen gefunden wieder. Sehr schön. So, wir müssen jetzt hoffen, dass der sich gleich umfällt. Man ja noch bellt. Oh nein, noch einen schaffe ich nicht. Nicht tot. Ja, es war 45, jetzt ist der Level 2. Ist die Frage, wo bin ich gestorben? Da hinten. Also mich hat er auch bis auf 31 runter gehabt, ne? Naja, mich auch mehr. Also. Bring auch noch einmal Heilkräuter mit. Ja. Brauchen wir ja auch, ne? Ich glaube, das Feuer ist an. Sollte eigentlich nicht ausgegangen sein.
hätte auf die 8 drücken sollen, weil man kann während des Laufens sich verheilen. Aber man denkt halt nicht an alles hier. Aber dass er nicht mehr da ist, der Tiger, würde ich schon sagen, es war ja kein Tiger. Das sind ja noch die nächsten Hürden, die wir dann nehmen müssen, weil die brauchen wir auch. Weil die haben so Sehnen oder was das ist, an die wir rankommen müssen. Aber da sind wir noch weit von weg. Das ist eine Premium-Kiste, die kriegen wir nur mit einem Dietrich auf. Die sind sehr teuer oder man findet sie, glaube ich, ganz selten. So, ich habe auch noch Fett hier. Was? So, jetzt sehe ich meine Nutzbar Base. Zur Gewinnung von Biokraftstoff. Wenn ich Biokraftstoff herstelle, steht da Heilkräuter. Hä? Das hier? Also. Ja, du kannst mit Heilkräuter Biokraftstoff herstellen. Ja, ja, aber hier steht bei Fett auch nutzbar. Ja, das musst du, habe ich dir auch schon mal gesagt, dass wir das Fett brauchen, um in dem Verbrenner, in den Kessel nachher dann produziert der. Rennen, das ist scheiße. Oh, nicht sterben. Was ist denn jetzt mein... Lass mich in Ruhe. Wo ist denn mein Totenkopf? Da hinten. Genau, aus Fett, wie gesagt, der kommt in diesen Brennofen, den können wir also als erstes sozusagen herstellen dann. Der produziert im Hintergrund, da können wir einmal nutzen wie so ein Feuer und zum anderen halt auch nutzen wie, das war der eine sogar, dann zum, ja, Öl herstellen, zum Biokraftstoff herstellen. Okay, das passt auch. Eine Larve habe ich, okay. Da ist das. Oh, ich muss mir bald mal einen neuen Dings herstellen. Licht muss ich hier wegpacken. Heilkräutersamen, das ist auch mal schön. So, einmal Heilkräuter packe ich auch rein. Zwei Seile packe ich rein. Und das ist der hier. Und Spott. 85er. Mal den schaffen oder kommen wir so? Ja, ich sage, wir brauchen unsere 90 Level wieder. Dann kannst du auch mal gegen den Dings wieder. Gebissen werden. Ey, dann sind wir wieder bei der Tessa wahrscheinlich. Ja. So, jetzt gucken wir hier nochmal die Fallen durch. Level 1er. Oh, wir haben einen Flusskrebs. Ein Bär. In unserer Falle. Ja, guck mal, was, ob du den auch so töten musst oder wie auch noch. Weiß ich. Ja, guck ich gleich. Oder ob du da auch Öl machen kannst, aber ich vermute nicht, dass da Fischöl draus machen kannst. Nee, ein kleines, das Brot verspeist, das Brot verspeist gewisse. Ja, ich muss sowieso was essen. Ich muss was essen, ich bin gleich tot. Komm rein da. Eiweiß 9, Obstgemüse 1, Hunger plus 7. Durst minus 1. Tja. Ja.
Wolltest du hier ans Feuer? Ja, oh, ja, kommt gleich. Ja, ich kann's rein. Ich warte nur darauf, nicht, dass das wieder verbrennt hier. Ja, mach doch erst. Oh, wo ist denn hier unser Dings hin? Das Kleintierkäfig, ist der weg? Oder habe ich ja, was? Der Kleintier. Nee, du bist bestimmt an der falschen Stelle. Was stand eigentlich hier? Hä? Okay, dann ist er wohl weg. Ja. Und das ist auch teuer auf zwei Seile. Naja, habe ich ja gerade reingetan, ne? Zwei Seile. Ja, aber das ist ja blöd, die Kräuter sind ja auch weg dann. Das ist doch Mist. Das ist absoluter Mist. Echt. Aber wenn man hier wenigstens mal was als Gemüse finden würde. Der 120er. Scheiße. Dreck. Ich war auch lange nicht mehr tauchen, vielleicht ist ja hier unten was, aber. Da muss ich mal gucken. Hau ab, du scheiß Hühnchen. Hühnchen? Ich muss mir nochmal ein Video angucken, wie das mit dem Angeln geht. Ich weiß es nicht. Weil das, also das geht mit den, mit der Huse kommt man nicht weit, weil ich vermute, dass die auch nach zweimal kaputt ist. Und dann sind die Larven da weg, weißt du? Nehme da jetzt auch mal die Larven raus. Ich pack die Eisen rein, ne? Ja. Ich pack mal zwei rein, dann können die. Ach, jetzt habe ich eine gegessen. Teile. Jetzt habe ich alle gegessen. Ne, eine. Eine habe ich gegessen, aber nicht alle. Du das? Ja. Ah, okay. Eine Kartoffel, die ich essen kann. Weil ich pack die mal ins Feuer, ob die was bringt im Feuer. Also auf jeden Fall kriege ich jetzt mein Gemüse ein bisschen hoch durch das Seegras, aber. Ja, ich habe Fleisch viermal da, das heißt, da kannst du auch was haben. Nur Gemüse ist halt Mangelware, ne?
Ja, wie gesagt, man braucht eben echt beides und ich brauche auch beides. Apropos beides, wir gucken mal, was wir für den Ofen brauchen. Dafür brauche ich nur viermal Stoff. Haben Stoff müsste genug drin wir? sein. Ja. Dann können wir nicht einmal den Ofen herstellen. Alles auch da. Ganze Feuersand ist da. Dann stelle ich noch mal her Seile. Was gut ist bei dem Spiel, man kann craften, ohne dass man halt das dass man laufen kann dabei, ne? Also dass es wirklich im Hintergrund passiert. Oh, genau. Man muss ja auch mal gute Dinge ansprechen. Es Ja, alles in allem, es ist kein macht ja schlechtes Spaß, ja. Spiel. Es ist alles in allem kein schlechtes Spiel. Ich habe sogar meins fast ganz oben, mein Fleisch. Ich packe jetzt zwei Hähnchen gleich rein. Ich warte kurz, bis es fertig ist. Ich muss nur mal ganz kurz Okay. hier ein bisschen Zeug rausschmeißen. So, einmal Pflanzenfasern habe ich auch noch. Pack mal ein paar Stöcke da noch ein. Die Lecker. Sch Nägel. Eins und zwei. So, ich pack dir zweimal Essen in die Truhe. Musst du dann gleich bitte direkt essen, sonst. Ja. Da ist aber nichts drin. Da sind zwei Doch, Hähnchen. warte doch da. Hähnchen! Oh. Das fahren wir jetzt gleich weg hier. Einmal schmutziges Wasser, dann nehme ich das saubere raus und trinke es. Ne, übrigens auch Genau. nicht. Schmutziges Wasser. Ein paar Larven hole ich mal hier rein. Die wären, glaube ich, auch nicht schlecht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber in der Not bringen die nämlich auch ein bisschen Eiweiß. Das ist vielleicht So. keine. So, eine Flasche packe ich auch rein und ich packe noch mal Brennholz rein. Rundungen. Rundung mit Fenster. Nach da vorne können Das wir. Eigentlich ohne ist Fenster, da sehen wir nichts. vielleicht auch, vielleicht ist das auch die Idee, genügend von diesen scheiß Maden zu sammeln. Dann machen wir das hier. Damit man genug Eiweiß hat. Ja, so viele Bäume kannst du gar nicht haben dann, ne? Ja, Das muss man mal, ja. Holz muss ich machen, genau. Das heißt hier. Okay. Achso, wie sieht das denn hier mit Holz aus, wie das passt? Auf der 6. Ja, da können wir. Das ist ein schöner Ausblick. Da können wir gerne eins mit Fenster machen. Okay. Dann sieht das schon ganz gut aus. Halb weit, okay. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir ein geschlossenes Haus haben, aber bis zum Winter ist noch ein bisschen Zeit. Wir haben erst Mai. Genau, so sehe ich das auch. Werden zwar bis zum Sommer keine Klimaanlage haben, aber notfalls ziehen wir auf den Berg so lang. Okay, das haben wir auch. Denke, dass wenn dieses Haus. Ich würde hier vielleicht noch mal zwei weggehen. Ja, gucken, was unser Dings hier macht. Ach, da ist eine Pumpe. Da ist nichts drin, okay. So, dann kann ich hier mal eine Tür irgendwann reinsetzen. Was ist denn das? Ein Brett noch.
wir das nämlich auch noch herstellen. Das ist aber. Ja. Ja. Steffen? Ja. Guckst du Uhr? Bin noch 10 Sekunden, damit deine 21 Minuten hast. Okay. Dann habe ich noch ein bisschen mehr. Ja, sehen. Oh, hier ist eine schöne Kiste noch. Guck mal, jetzt kann man den Ofen zum Beispiel hier stehen, falls du es deinen Zuschauern noch zeigen möchtest. Ja, ich komme gerade. Da ist ein Bär. Wir laufen. Es wäre jetzt schade, wenn ich das kleine bisschen, was ich hier gesammelt habe, schon wieder verlieren würde. So, hier kann man nämlich die Fettschmelze bereiten. Ja, hier brauchen wir auch Holzanzünder, da müssen wir noch mal gleich gucken, und Holz, und das hat eher der Oscar, muss ich sagen, der Sven. Ich bin gleich da. Ja. Ich bin gleich da. Oh, wo haben wir denn den Eingang? Ah, da, wo der Maurer, das, oder in dem Fall der Zimmerer, das Loch gelassen hat. Oh, wir haben einen geilen Ofen. Wie gesagt, den müssen wir noch ankriegen, aber... Ich würde sagen, warte mal, was war der Anzünder? Ja, Diesel. Also Benzin, glaube ich. Aber hast du genug Holz dabei? Weil ich habe nicht mehr Holz zum... Also ich brauche zwei Fasern, okay. Und einmal Biokraftstoff. Fasern ist aber nur einmal da. Biokraftstoff ist da, das ist nicht das Problem. Ja, warte mal, ich gucke gerade mal. Ein Holz habe ich hier noch. Ich muss mal gerade reingucken, warte mal. Sonst nimm da einfach einen brennenden Scheit und packt den da rein. Also... Ach, ich muss Holz holen, das nützt nix. Was ist denn hier los? Oh, da war aber knapp hier. Gut ist, die hauen dann ab. Wenn man da reinrennt. So, warte mal, ich brauche zwei Stöcke, brauche ich noch. Ich muss eh Holz holen, jetzt eben kurz nochmal. Das kriegen wir doch hin, oder? Warte, das ist ein Löwe. Ach, ein Löwe. Oh, scheiße, ich sterbe. Lass mich rein, Mensch! Ja, der ist doch gar nicht mehr da. Oh. Warte mal, ich muss mal meinen Bogen ausrüsten. Komm, den. Ja, dann solltest du immer auch ausgerüstet haben. Ja, toll. Warum bist du denn abgehauen? Ja, weil ich schon ganz knapp bin vor Tod. Ja, aber du... Jetzt bin ich dabei verreckt. Ja, wir sind jetzt verreckt und macht aber nichts. Wir stehen dann im nächsten Teil wieder lebendig auf. Verdammt. Na gut, ist halt so. Macht ja nichts. Ich glaube, ich weiß, wo du gestorben bist, aber ja, das ist halt, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, eure zwei Flaschen. Tschüss. Tschüss.